Willkommen Leute zu einem weiteren Trash-Game, Random-Game, Walking Simulator. Es war kostenlos auf Steam, also habe ich es mir einfach heruntergeladen. Und wir haben hier drei verschiedene Dinger. Das erste, das zweite, das dritte. Ich kenne gar keins. Aber warte mal, es nervt. Audio. Weg. Bitte. Okay, dann gehen wir mal ins erste rein, oder? Akt 1. Es ist einfach gar kein Sound da. Aber, ja. Wir sind anscheinend ein Jedi-Ritter. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir rennen einfach mal dahin. Na, mach auf hier, Günther. Aha. Was ist das hier für ein Game? Ich kann mir das... Was? Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Okay, wir haben jetzt 9 Likes oder so. Oh, nee, Alter. Nein! 1000! Wer spielt dieses Spiel in seiner Freizeit? Ist ja unglaublich. 900 Meter. Oder halt, weiß nicht. Ne, nein. Ich leg mir jetzt hier gleich was auf die Tastatur. Es ist ja so ein Schmutz. Ich meine, es macht seinen Namen alle Ehre. Walking Simulator. Was haben wir uns darunter vorgestellt? Ich freue mich jetzt schon, 3 Stunden meiner Lebenszeit zu verschwenden, indem ich hier nur rumrenne. Wahrscheinlich eh nur 3 Aufrufe krieg. Aber wir sind gleich da. Aber die Frage ist, will ich denn da sein? Kommt man hier vor allen Dingen rein? Aha. Okay, dann zeig mal her. Alter, ein Snowmobil. 100 Likes. Ich habe gerade 9. Hä? Ich habe meine Likes gerade verschwendet, indem ich dort E gedrückt habe. Oh! Hör auf! Okay, ich darf nicht zu diesen Kackautomaten gehen. Jetzt schon wieder! Ich hatte gerade 90 Likes. Ich hätte dicke damit fahren können. Och, Mann. 2000? So was nervt. Alter, juhu, Digga. Alter, es gibt noch andere Menschen. Cool, Digga. Alter, es... Ah! Brudi! Gar nichts habe ich gemacht, gar nichts. Was ist denn mit den Leuten los? Aber warte, vielleicht kann ich ja doch noch mit dem Snowmobil fahren. Oh, hier liegt viel. Oh ja, clean. Wie das einfach so hochstapeln kann, das sieht so dumm aus. Ja, Alter. Juhu. Ja, wie viele Likes kriege ich jetzt? Natürlich wird's blöd. No, jetzt muss ich trotzdem laufen. Ach, jetzt ist man schneller oder was? Ja, moin. Die Soda hat doch was gebracht, die zu kaufen. Ehre. Yo! Ist das ein geiles Spiel. Juhu. Es ist so dumm. Aber dafür, dass es kostenlos ist, ist es eigentlich mega. Okay, Abfahrt. Eine Soda, Digga. Sonic, like a speed, Digga. Abfahrt, Ehre. Ja! Ey, das ist mega geil. Yo! Also macht das spannend. Was ist jetzt passiert? Wir sind gestolpert. Hi. Ich kann hier nicht rein. Sehr schön. Oh Mann. Ich lasse mich... Oh! Nein! Ich wusste nicht, dass das ein Horrorspiel ist. Was? Ja, und da geht's nur auf oder was? Aber bei der Tür geht's nicht auf. Jetzt muss ich noch meine anderen Kisten suchen oder was? Okay, wir haben 100 Likes. Aber jetzt muss ich... Das ist nicht dein Ernst. Ja, wahrscheinlich. Junge. Nee, oder? Er steht nicht auf.
Euer festgebacktes. Oh nö. Jetzt machen wir aber wenigstens alles richtig. Und geben nicht alles an diesen komischen Kackautomat aus. So, jetzt haben wir nämlich auch über 100 Likes. Ich kann. Können wir auch endlich mal das Ding hier fahren? Juhu. Aber das macht, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr Spaß. Oh, oh. Klün, Junge. Wie das aussieht. Vor allem, wir sitzen da richtig steif drauf, bewegen uns gar nicht. Es ist so kacke. Es ist so ein Müll. Boah, Junge, tschüss. Oh, nee, nein, Bremse. Junge, bremse doch. Was machst du? Oh, nein. Er bremst nicht. Ich kann nichts machen. Er bremst einfach nicht. Er fährt nur geradeaus. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Er fährt nur noch geradeaus. Was ist das für ein Spiel? Sekunden später. Oh, wir müssen auf den Berg. Krass. Hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht von diesem Spiel erwartet, dass wir jetzt auch wirklich auf den Berg müssen. Krass. Aber wir werden das locker nicht wirklich hinbekommen. Ja, deswegen. Oh, weil es einfach kacke ist, diese Physik hier in diesem Spiel. Guck, jetzt kann man aufstehen und jetzt kann man einfach hoch. Es ist so geil. Nein. Digga, ich kann nichts machen. Ja, aber schafft's trotzdem. Alter, das war gerade übelster Schock. 2000 schon wieder. Junge, ich habe auch nicht so viel Zeit im Leben, dass ich jetzt die ganze Zeit von A nach B laufe. Ist mir so egal, ey, ob alles andere runterfliegt. Aha, der Truck. Alter, 3000. Junge, wie sehe ich denn aus? Ey, yes. Komm, wir überfahren ihn jetzt. Zack. Verdient. Junge. Hä? Können diese Autos in diesem Spiel gar nichts, wirklich gar nichts? PS. Ich kann nichts machen, kann nicht mal geradeaus fahren. Und so hoch ist das jetzt auch nicht. Ey, Brudi. Ich bin hier gesoftlockt, weil ich nichts machen kann. Was? Vor allen Dingen das Spiel tut so, als wäre das die übelste Kante. Ist es aber nicht. Es ist so ein Hügel, wo jedes Auto draußen auch langfahren kann. Geschweige denn jeder LKW. Guck dir das an. Du hast keine Chance. Gar keine. Und jetzt kommt mir nicht mit diesem Argument, es ist rutschig, weil dort Schnee ist. Die haben LKWs. Und es sieht jetzt nicht so aus, als wäre dieser Schnee seit gestern da. Sie müssen doch irgendwas haben. Schnee. Brudi? Brudi? Nee, oder? Nee. Man kann ihn auch nicht mehr aufheben. Es ist, vor allen Dingen, jetzt muss ich 3000 Kilometer laufen. Ich muss jetzt noch die 3000 Kilometer oder halt Meter laufen. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe währenddessen noch was anderes gemacht. Jetzt muss ich schon wieder 2000 Kilometer laufen. Oder, nein, können die nicht ernst meinen? Das dauert ja auch viel zu lange. Ja, es war es auch nicht wert. Also habe ich mich dann kurzerhand entschieden, einfach was auf die Tastatur zu legen. Hier mal ein Bild eingeblendet. Ich habe einfach so Controller genommen. Ja, ich meine, es hat geklappt. Welcher Idiot stellt sich denn da hin und spielt dieses Spiel? Wer? Okay, wir sind da. Ich kann meine Konstruktion endlich abbauen. Wir sind da, Leute. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. So, was ist jetzt? Man kann sich auch ducken. Ja, okay, das ja, hat sowieso nichts an diesem Spiel geändert. Was ist jetzt? Jetzt geht's einfach von vorne los. Dafür bin ich jetzt wieder hier hingelaufen. Leute, gebt einfach einen Daumen nach oben, falls euch dieses Video gefallen hat. Mich hat es nicht gefallen. Es war einfach nur purer Müll. Ich habe jetzt hier 2 Stunden dran gesessen und ich habe es immer noch nicht verstanden. Wenn ihr die anderen 2 noch sehen wollt, auch wenn ich weiß, was ich ändern soll an den und den hier, das könnte vielleicht noch geil werden, aber ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.